Lehrer an der Hochschule Anhalt, den Master Food and Agribusiness. Ich bin Markus Hedeke aus Küren, das ist ein kleiner Ortsteil von Aachen an der Elbe. Ich heiße Freya Schönrock und ich komme aus Bayern, aus München. Also ich bin Jan Steinbrück, bin Architekt und Künstler, komme aus Dessau und unterrichte hier freie Handzeichen in Bernburg. Ich heiße Osiana und ich komme ursprünglich aus Hamburg. Meine Mutter kommt aus Hamburg, mein Vater kommt aus Martinique. Ja, und ich lebe hier und da und überall. Mein Name ist Zhong Nan und ich bin Chinesin, ich komme aus China. Mein Name ist Max Baum, komme aus Halle und bin 22 Jahre alt. Ja, ich bin Marigo Nesseni, komme aus Magdeburg und studiere jetzt BWL im ersten Semester. Ich bin Caroline von Glashandschmiede und ich komme vom Bodensee aus Singen, genau. Genau, ich bin der Daniel von Glashandschmiede und komme auch vom Bodensee. Ja, also ich heiße Justina Rose-Bosson und komme aus Plötzkau, das ist ein Dorf nebenan. Und ich bin Nele Schumann und ich wohne hier in Bernburg. Also wir schauen natürlich den Skatern zu, was sie hier so machen. Und freuen uns auf das Konzert heute Abend. Wir spielen heute unser... Das wissen wir auch nicht so genau. Nein, wir spielen heute wirklich unser letztes Open Air. Also wir repräsentieren hier die Hochschule im Fachbereich Design. Und geht darum, eigentlich ein Grundstudium Freihandzeichnen zu machen, zu durchleben, um in dem Beruf auch sensibler zu werden. Die Dinge praktisch richtig zu sehen durch Zeichnen. Wir machen heute einen Workshop, einen BMX-Workshop vom Hals aus Leipzig. Um den Kindern mal hier ein bisschen Skateboard, BMX näher zu bringen und hier vielleicht ein bisschen ein Projekt ins Leben zu bringen, damit die Stadt mal sieht, dass die Kinder und Jugendlichen aktiv werden und dass sich das lohnt, da rein zu investieren. Auf jeden Fall treffen wir viele Leute. Ja. Gucken, was hier drin ist. Ich trete gleich auf. Ich helfe mein Lehrer hier. Meine Firma lud mich ein, um die Firma mit vorzustellen, Übung vorzustellen. Naja. Und dann habe ich mir gedacht, nimmst du es mal an. Also ich weiß, dass Bernburg sein 800-jähriges Jubiläum feiert. Ich weiß, dass Halle sein 1200-jähriges feiert, aber ganz genau die Zahl weiß ich auch nicht. Ich denke mal so, die Richtung wird schon sein. 800 Jahre? 800 Jahre. 800 Jahre? Moment, 800, ja klar. 800 Jahre, ja klar. 800? Ja, 800 Jahre alt. Wie alt ist ein Anhalt geworden? 800 Jahre. 800 Jahre. Ganz berühmt ist natürlich mal die Lütte. Oder Georg Friedrich Händel. Zwei berühmte Anhalter. Oh je. Vielleicht Fürst Leopold so. Warte mal, wer war doch mal diese große Persönlichkeit? Da wusste ich gar nicht, dass der aus Sachsen-Anhalt kam. Und dachte, Wahnsinn. Ich glaube, aus Sachsen-Anhalt kommt Kai Pflaume. Der kommt aus Halle, glaube ich. Musiker. Großer Komponist. Albrecht der Bär, Gründungsvater. Ja, Hugo Junkers ist zwar kein Anhaltiner, aber hat hier gelebt und gewirkt. Der dann nach Amerika gegangen ist. Tokyo Hotel kennt man natürlich, glaube ich, so in der heutigen Zeit. Wer war denn das? Kurt Weil. Und berühmte Leute sind zum Beispiel auch... genau, bin ich. Wir sind berühmt. Schlüssel zum Erfolg, die richtige Passion, den Hang zur Heimat, die Kinder der Vision. Der Ball, der immer rollt, das Herz, das immer schlägt, die Ärmel bis zum Anschlag, die Liebe, die uns trägt. Das alles hier, das hier sind wir, schon zeig dem Land deinen Verstand. Das alles hier, das hier sind wir, gib nicht das Ruder aus der Hand. Das alles hier, komm, zeig dem Land deinen Verstand, das alles hier sind wir. Also viele tolle Festivals. Ich habe jetzt im Sommer hier öfter gespielt und hatte immer eine sehr gute Zeit. Und die Leute waren sehr gut drauf und es hat sehr viel Spaß gemacht. Natürlich zu Hause, an der Elbe. Und im Harz ist es natürlich auch sehr schön. Auf jeden Fall die Landschaft.
dieses kulturelle, mittelalterliche Zentrum. Im Grunde genommen hat das sehr viel Kultur, eine alte Kultur. Okay, ich bin ganz fremd hier. Ich habe nur etwa 4 Tage hier angekommen. Sachsen-Anhalt ist für mich Heimat. Ich wohne hier, bin hier geboren. Ist auch alles in der Nähe, also ich kenne alles, so wie es hier ist. Ja, Gemeinschaft, Zuhause. Halle ist für mich ein besonderer Ort. Bin ich aufgewachsen, geboren, studiere da. Das ist alles ziemlich bunt, farbenfroh, man trifft sich hier, also man kommt aus dem Ausland und studiert hier gerne und das macht es eigentlich auch aus, das Bunte, Durchmischte. Das ist für mich zum einen das Wörlitzer Gartenreich, auf jeden Fall. Das ist für mich das Bauhaus, das ist für mich aber auch Magdeburg, der Dom, auf jeden Fall die kleinen mittelalterlichen Städte wie Aschersleben. Bernburg natürlich. Ja, der Wald in Bernburg, der ist schön. Ja, der Ort, auf jeden Fall. Ja. Es gibt viele tolle Orte in Bernburg. Zum Beispiel, es gibt eine Maria-Kirche, weißt du? Ich finde es schön, weil es überschaubar ist und man hat sehr viel Natur, sehr viele freie Flächen und man kann hier sehr viel unternehmen, was mit der Natur zu tun hat. Und ich sag mal, NRW ist schon sehr zugebaut. Ich finde das Wetter hier ganz toll. Es regnet selten, ist nicht so windig irgendwie, ja, finde ich schön. Und es ist alles viel billiger auch. Günstige Lebenshaltungskosten, die hier gerade für Studenten sehr wichtig sind. Und ich finde auch die Lage eigentlich sehr ansprechend so. Mitteldeutschland, man kommt schnell in alle wichtigen Städte, schnell nach Berlin, Hannover. Magdeburg finde ich sehr schön und die Städte an sich, so die kleinen, finde ich sehr schön. Und ich finde, die Maria-Kirche sehr, sehr schön ist. Und des Weiteren ist Dessau relativ schön mit Tierpark und hier in Bernburg bin ich halt das erste Mal und es ist halt ein schönes kleines Städtchen und ja. Ich denke halt einfach die Landschaft. Das ist, glaube ich, in vielen Regionen nicht mehr so, dass man auch die Landschaft halt so schön hat, den Brocken, die Umgebung oder die also Magdeburger Börde. Also einfach der Platz, die Umgebung, das Grüne. Auf jeden Fall, so die Natur ist hier auf jeden Fall sehr viel. So, und das ist das Schönste. Es sind immer super nette Leute, also das Publikum ist immer super drauf, die feiern immer super mit und die sind sehr offen, was so elektronische Musik angeht, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl. Also irgendwie ist hier, die hören es sehr gern und deshalb fühle ich mich immer sehr wohl hier.